Hallo, wir sind jetzt hier im Museum der Bildenden Künste mit den Dogspottern und wir wollen uns hier so ein bisschen das Festivalzentrum angucken. Wir gucken uns zu dritt jetzt hier oben um. Und währenddessen gehen wir runter ins Basement. Hallo, ich bin Maxi, ich bin jetzt im 6. Jahr bei der DOC dabei und jetzt bin ich in der Position der Ticketmasterin. Das heißt, ich kümmere mich um alle möglichen Ticketbelange von den normalen Festivalbesuchern, aber auch von den akkreditierten Menschen. Ich mache das ja jetzt schon ein Weilchen und irgendwie freue ich mich doch jedes Jahr immer wieder darauf, die Leute kennenzulernen, die natürlich zu uns an den Ticketschalter kommen. Wir sind ganz oft so die ersten Ansprechpartner für Ticketfragen und allgemein für DOC-Fragen. Das ist auf jeden Fall immer ganz nett, so ein internationales Publikum um sich zu haben, aber auch um mein Kassenteam, was immer wieder sehr, sehr nett ist und mich unterstützt in allen Aufgaben. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch Teil des Festivals zu sein, das ein bisschen zu repräsentieren und natürlich auch um die DOC-Filme zu schauen. Auf jeden Fall möchte ich mir Space Dogs anschauen. Es liegt einfach daran, dass ich selber eine Straßenhündin adoptiert habe, die bei mir zu Hause jetzt auf mich wartet. Und der befasst sich ja so ein bisschen mit der Thematik Hund. Und darauf freue ich mich. Und dann gibt es natürlich noch 100.000 andere Filme, die ich mir auch gerne anschauen möchte. Ich hoffe, dass ich das auch hinbekomme. Das war doch ein schönes Interview. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Pressebüro. Dann übergebe ich mal an Elo. Genau, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Pressebüro und werde mich dort mal erkunden, wofür die Leute so zuständig sind. Also, das hier hinter mir ist jetzt das Pressebüro. Und eine Mitarbeiterin hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich bin Nina, ich arbeite im Pressebüro zusammen mit zwei Kolleginnen und wir kümmern uns im Grunde um alle Anfragen, die von Presseseite kommen, von Medienseite und bestücken alle Journalisten mit Filmausschnitten, mit Interviews, also wir koordinieren Interviews und im Grunde alles, was am Ende irgendwie in den Medien auftaucht, läuft über uns. Also einer meiner Lieblingsfilme bei dem Festival ist California on Fire von Jeff Frost. Das ist ein Kurzfilm, der ziemlich stark, einfach visuell ziemlich stark ist und der arbeitet total mit Zeitraffern. Thematisch geht es um die Brände in Kalifornien, das ist auch gerade wieder hyperaktuell und da wird eben anhand von der Struktur von den 5 Phasen der Trauer über diese Weltbrände und über den Umweltschutz, der nicht stattfindet, erzählt. Ja. Also mein persönliches Highlight wird auf jeden Fall der Dienstag werden, da werde ich nämlich mal runter zu DOC Neuland gehen. Das ist bei uns hier im Festivalzentrum im Untergeschoss und werde mich einfach mal so ein bisschen durch die ganzen VR-Arbeiten und Experiences forsten. Das macht nämlich, glaube ich, richtig Spaß und sieht auch ziemlich cool aus unten. Okay, jetzt weiß ich, wofür das Pressebüro zuständig ist. Und ich werde jetzt einfach mal an Janne weitergeben. Also, hier hinter mir. Genau dort am Tresen seht ihr jetzt das Gästebüro und dort werde ich jetzt einfach mal hingehen und schauen, ob die mir Antworten auf meine Fragen geben können. Also mein Name ist Lisa Meyer, ich bin Praktikantin im Gästemanagement und bin momentan voll dabei, den ganzen Filmgästen, Journalisten und so weiter Akkreditierungen auszugeben. Also wir haben Gäste aus Europa, aus Deutschland, aus aller Welt eigentlich. Zum Beispiel kann ich von einem Filmemacher aus dem Sudan berichten, da hatten wir ganz anfangs Probleme, dass er nach Deutschland kommt und konnten dann über das Goethe-Institut eine Förderung bekommen und die haben dann die Flugkosten übernommen und deswegen kann er dieses Jahr auch beim Festival dabei sein. Okay, ich hoffe, wir konnten euch jetzt einen guten Einblick in die Station des Festivalzentrums zeigen, aber das war noch nicht alles. Also hier geht's zum DOC Film Market. Können wir ja mal reinschauen und sehen, wer sich da so auffällt. Ich bin Laura und ich arbeite für den DOC Film Market. Das ist Teil vom Industry-Programm von DOC Leipzig. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Filmen, die noch in der Entwicklung sind. Sind sozusagen die Branchenplattform von DOC Leipzig. Hier treffen sich ganz viele internationale Fachbesucher, kaufen Filme ein oder co-produzieren.
Fachbesucher, das können Festivalvertreter sein von anderen Festivals, Sales Agents, also Leute, die sich mit dem Vertrieb von Filmen auseinandersetzen, oder Produzenten, Filmemacher, genau. Also wir versuchen natürlich, so viele Filme wie möglich vorher zu gucken, aber das Besondere am Filmmarkt ist auch, dass wir alle Festivalfilme hier zeigen, aber auch ungefähr 100 Filme, die wir vorher ausgewählt haben oder die uns Partner oder die Auswahlkommission vorgeschlagen haben. Und denen bieten wir hier auch nochmal durch den Markt die Möglichkeit, sozusagen eine Öffentlichkeit zu finden oder beziehungsweise Fachbesucher, die Aufmerksamkeit von Fachbesuchern zu bekommen. So, das war's vom Doc Market, aber hier im Basement gibt's nicht nur den Market, sondern auch das Doc Neuland, in das euch jetzt Luca einführen wird. Genau, ich zeige euch jetzt hier das Doc Neuland und das ist gleich hier drüben. Hier. So, wir gehen jetzt mal rein. Hier sieht man auf jeden Fall, die sind noch voll im Aufbau und wir suchen uns jetzt mal jemanden, den wir interviewen können. Hallo, können wir dich kurz mal interviewen? Ja, na klar. Ja, dann erzähl doch mal, was machst du denn hier und wer bist du? Ich bin Lars und ich bin der Kurator der Ausstellung und wir sind gerade im Neuland und das ist die Ausstellung interaktiver und immersiver Arbeiten. Das heißt alles, was mit VR und 360-Grad-Film zu tun hat. Also das Doc Neuland ist ein Ort, wo man Narration außerhalb des Kinos erleben kann. Das heißt, wie man hier hinten kurz sieht, da geht es um wirklich Brillen, das heißt, man hat die Leinwand direkt vor Augen. Genau, ja. Und das heißt, es geht darum, wie kann man den Menschen in dem digitalen Raum setzen. Was man dann hier sieht, hat man so große Aufbauten, wo man sich komplett drin bewegen kann. Man hat ein Feedback, dass die Technik genau weiß, wo ich stehe. Und wir versuchen hier Arbeiten zu zeigen und auch ein bisschen mitzuerkunden, was passiert eigentlich in diesem Bereich gerade. Also was bedeutet VR, was heißt es, wenn Menschen jetzt in einem digital vermittelten Raum sind und eine Geschichte erfahren? Im letzten Jahr haben wir uns am Festivalthema Demand the Impossible orientiert. Und dieses Jahr heißt das Thema Welcome to the Real World. Und es geht so ein bisschen darum, dass ich irgendwann so ein bisschen genervt war von dem Marketing-Sprech, was alles, was um die VR-Brillen herum passiert. Da heißt es immer immerse yourself und wir gehen immer irgendwo rein. Und für mich war der Gedanke, dass viele dieser Arbeiten, die wir in diesem Jahr zeigen, eher einen Ort zeigen, wo wir aus bestimmten Dingen, aus unseren Köpfen, aus bestimmten Denkschemata herausgehen. Das heißt, wir haben versucht, es umzudrehen und wir gehen nicht in die VR rein, sondern aus der Matrix in unseren Köpfen heraus. Das klang doch jetzt schon mal richtig spannend. Das war's jetzt mit unserem Video von den Docspottern Behind the Scenes.